Küche gehend. Komm hier. Fang! Na, trink uns mal was. Sauf, Junge. Muss mal aufräumen hier. Wow! Das war ich aber nicht. Ist übrigens geil, dass ein Feuerlöscher Flammen wirft. Ja gut, ich soll immer Druck den Dingern, ne? Wenn jetzt Feuer in der Nähe wäre, würde, glaube ich, vielleicht, keine Ahnung. Warum mal anreden? Warte, ja. Nur eine Tasche zum Looten gewesen. Okay, lass. Also Scott, erzähl mal. Sprich Freund. Erklär dich, Nutte. Vielen Dank. Aiden, du bist es. Du hast mich gerettet. Hi Scott, ich hab dich gesucht. Kennst du diese Männer? Hab nur von ihnen gehört. Das sind Abtrünnige. Abtrünnige? Ja, ich hab sie vorher auch noch nie auf dem Bazar gesehen. Wir haben gehofft, sie lassen den Bazar in Ruhe, weil wir eh schon bettelarm sind. Sagten sie, was sie wollen? Keine Ahnung. Ich wollte gerade zu den Crocodile Flats und dann haben sie mich plötzlich gejagt. Dann haben sie mich geschnappt und hierher gebracht. Du ziehst Ärger auch wirklich an, Scott. Ja, wenn du nicht wärst, hätte ich vielleicht nicht so viel Ärger. Das ist also meine Schuld? Womit habe ich dich diesmal verärgert? Ich bin nicht verärgert, nur frustriert. Deine kleine Heldennummer, Mann. Die hat mir alles versaut. Und ich hatte ein gutes Ding laufen. Okay. Dass der Bazar wieder Wasser hat, hat dein Leben zerstört. Erzähl. Versteh mich nicht falsch. Allen geht es so viel besser. Außer mir. Schau, vor dieser Sache war Wasser das Einzige, was ich bekommen konnte. Genug, um es zu teilen. Also, ich habe es mit Los Familie geteilt. Rüd hatte damals kein Problem mit mir. Nachdem alle Wasser hatten, war ich auf einmal nichts Besonderes mehr. Und noch schlimmer, Rüd meinte, ich sei nicht gut genug für seine Tochter. Aber ich liebe Los. Okay, mein Team möchte gerne, also hast du dich für Selbstmord entschieden? Also hast du dich für Selbstmord entschieden? Könnte ich da wieder sprechen? Wie meinst du das? Nach dem, was ich gehört habe, wirst du in den Crocodile Flats den Tod finden. Ich musste gehen. Rüd glaubt, ich bin ein Versager. Ich muss ihm beweisen, wie sehr er sich täuscht. Ich würde alles tun, um mich vor den beiden zu beweisen. Also darum geht es bei dieser Mission. Rüd sagt, ich hätte eine Chance mit Los. Hat von so einer Halskette erzählt, die irgendeiner reichen Tante gehört hat. Ein Vermögen wert. Er sagte, sie sei vielleicht noch in ihrer Wohnung. Ah, also hat dich Rüd in die Crocodile Flats geschickt. Irgendwie schon. Er hat mir gesagt, wenn ich die Halskette bekommen könnte, würde ich mich vielleicht als würdig für seine Tochter erweisen. Würdig, sie zu heiraten. Also, ich muss sie holen, damit ich mit Los zusammen sein kann. Die Crocodile Flats sind ein gefährlicher Ort. Das könnte eine Nummer zu groß für dich sein. Ist mir egal. Ich liebe Los. Und ich tue alles, was nötig ist, um mit ihr zusammen zu sein. Schau, lass mich die Halskette für dich holen. Sag mir einfach, wo sie ist. Dann kannst du Rüd einfach sagen, dass du sie gefunden hast. Das gefällt mir zwar nicht, aber du hast wahrscheinlich recht. Wenn Rüd nicht gelogen hat, dann wohnte sie im obersten Stock in Wohnung 21. Das sollte sich recht einfach finden lassen. Weißt du, wo in der Wohnung sie zu finden ist? Nicht genau, aber die Wohnung ist nicht groß. Okay, die Infos dürften reichen. Jetzt geh nach Hause und sag deiner Mutter, dass es dir gut geht. Und warte auf mich, bis ich mit der Halskette zurück bin. Langsam verstehe ich, warum die Leute dich mögen. Danke, Aiden. Und hier, nimm die hier. Du kannst sie vielleicht brauchen, um die Beißer abzulenken, weißt du? Ein perfider Plan. Aber er hat im Endeffekt hat er den wirklich in eine Falle gestellt, gell? Ja. Er hätte da niemals lebend rauskommen sollen. Ne? Vielleicht hat er sogar die Typen hingeschickt. Hat er die Typen ja hingeschickt. Und deswegen kann ich ihn doch trotzdem nicht mehr leiden. Nee, das spielt ja keine Rolle, ob wir den leiden können. Lass mal. Wir müssen trotzdem helfen. Was ist denn hier passiert? Hier liegt ganz viel Not rum. Geil. Was hab ich euch getan? Lasst mich gehen, bitte! Hä? Wer? Wer ruft?
Da, das war ganz viel 63, 63 Meter. Wie viele Trophäen? Wo? Ja, Tatsache. Da, wo ich war. Hm. Hier, wo ich stehe. Oh, krass, ja. Was ist denn hier passiert? Ja, krass. Cool, Trophäen. Damit kannst du nämlich die Dietrich und so einen Scheiß upgraden, Hilde. Mit diesen Trophäen kannst du die ganzen Sachen, die du herstellen kannst, upgraden. Die Medikit. Ich hab ein Prolog gespielt. Na klar. Fertig. Geil, ey. Die sitzt so gut zu, wie der den Alarm auslöst. Ich bin Alarm. Dafür müssen 200 Feinde töten. Das Bastard. Ja, geht so. Schnapp den euch. Ich hab was für dich. Warte. Schon unterwegs. Kill den Wichser. Zweit, Alter. Für Arschlöcher. Jetzt hab ich dich, du Arsch. Oh. Oh, der Mega-Fight. Keine Chance. Lande, wenn du einen Bogen hast, mach doch mal Hawkeye. Also. Ach ja, du hast einen Typ mit der Lamala gespielt. Ich werde nichts erzählen. Du dummer Uhrensohn, hat er gesagt. Bei mir zappelt er noch. Ja, bei mir auch. Beat it. Gottverdammtes Drecksloch. Ja, Echo vertragen? Oben auf dem Dach sind noch zwei. Ach so. Jetzt. Gerettet. Bin froh, dass du gekommen bist. Gib die Belohnung her unter die Fresse. Leg ihn auf! Das ist gemein. Ich hab gestern zu Sande gesagt, das ist echt ein bisschen gemein so, gell? Weil wenn du zu zweit spielst, kannst du die von zwei Seiten angreifen, dann haben die keine Chance. Mhm. Haben die null Chance. Fick dich! Hä? Hat er jetzt fick dich gesagt? Boah, steht da unten auch noch einer. Nee, das ist ja gut, ich weiß nicht, warum der jetzt angreift. Ich drücke einfach unter der Verschwendung. Gut, wir haben ja schon gerettet, ne? Komm jetzt auch töten. Ja, das kann nicht sein, warum greift er uns an? Ja, das ist, wenn Hilde mit F verwechselt. Wieso hat er so viel HP, Mann? Der Typ. Krass. Das können wir uns abhauen. Gut, haben wir das erledigt. Wir gehen natürlich jetzt erstmal in die Wohnung und klauen der alten Oma ihr Hab und Gut für den kleinen Typ. Ich hab den Namen vergessen. Wie ist der? Mo hieß der kleine Bruder und er hieß Scott. Genau, Scott. Scott und Mo. Aber ich kann den Reed kann ich noch viel weniger leiden als den Scott. Also von daher haben wir uns, glaube ich, richtig entschieden. Bist du da, Hilde? So quasi. Ich gehe ein bisschen anders lang. Na klar. Scott und Mo. Und dann bewegt sie nicht weiter, also hat er irgendwas gefunden? Ah, dann lass uns mal kurz hier treffen mit Hilde. Dann gehen wir zusammen. Er braucht bestimmt auch keine Milde. Ich bin schon da, immer. Ah, sind also wieder alle da außer Dave, na toll. Hey, ich bin noch hier. Kleiner Hoden. Schön. Und noch Harz. Okay. Was hast du gerade gemacht? Was wirfst du da, mal ein Geldstück oder was?
Ja klar, Tanzschlampe. Soll ich tanzen für dich, wollte ich gerade sagen. Du Arschloch. Dafür heile ich dich. Ja, da muss nicht geheilt werden. Oh. Ja, dann der verkackt und dann wird er gemacht. War zu nah gewesen, dann. Achso, ihr habt den Screamer weg in. Hallo, bitte aus Gendern achten. Screamer innen. Ja, gleich ist das Screamer außen. Und da liegt er schon so da, als wenn er, naja, gut. Das lassen wir an der Stelle. Schön. Ich denke mal, die haben zu nah zusammengestanden. Da hat keiner Geräusche gemacht. Ich glaube auch, war auch eine Hocke. Verhindere euch. Ich glaube eher, der Streamer hat irgendwen gesehen, weil der hat, glaube ich, nicht gepennt. Das kann auch sein, ja. Aber glaub, dafür gab es eine Trophäe. Viel Loot hier schon wieder gibt. Lot. Wahrscheinlich durch den Fahrstuhl. Irgendwie. Die Toilette ist unglaublich sauber dafür. Lüftungsschacht. Ah, Lüftungsschacht, ja. Ach. Ich war doch. Alter, ey. Spider-Man ist wieder unterwegs. Kommt ihr? Ja. Schon da. Mombies, Vorsicht. Mir doch egal, ist gut. Ja, wir müssen die Tür sowieso aufhalten. Oh, wir kippen, Alter. Tür aufhauen? So. Nee. Hä? Verstehe auch nicht ganz. Ach so, meinst du das? Er meint halt Wand, nicht Tür, aber gut. Den Durchgang. Noch eine. Screamer. Hast du zumindest so angehört? Hab ich okay, aber ich seh nicht. Ich hab's gefunden. Ne, es war nur Schmuck. Alten Wein gefunden, ist viel besser. Wie in der ersten. Schon wieder knacken, ey. Wie im, wie im Prolog, ohne Aroma. Das war aber hier kein Wein. Oder? Ja, ich glaub, Wein kann auch Dings verlieren, glaube ich. Ja, aber Wein trinke ich selten aus der Flasche. Ja, lieber gleich aus dem Tetrapack, oder? Und vor allem nicht aus einer 05er. Aus dem Eimer. Ja, ja, na klar. Komm, streck dich mal ein bisschen an. Aber was ist da oben oder unten? Nö, meinst du? Mhm. Ja, das ist die Tante mit der Halskette. Bis hin, das kann sein. Soll ich machen? Ja, ich glaube, mach du lieber. Ja, dann geh mal weg da. 3 Minuten? Ich hab noch 1 Minute. Echt? Hast du blaue Pilze? Ja, ja, 14. Dann knall dir die mal rein, dann verlängerst du das. Tantchen, wo bist du? Ist schon oben, oder was? Ja. Wir sind safe. Da ist das bestimmt, Ding bestimmt drin, aber ich habe noch keinen Hinweis auf die Kombination.
Ich habe diverse Zeichen. Diese Halskette sieht aus wie Modeschmuck, nicht wie etwas. Was ist das? Wie eine wertvolle Halskette sieht das nicht aus, so viel ist sicher. Geile Halskette. Ja. Ich habe Wodka aus alten Zeit gefunden. Das ist gut. Machen wir mal ein bisschen Licht rein hier in die Hütte. Kannst du immunisiert aufladen draußen? Boah, was zum Henker? Tante. Hä? Steht draußen. Okay. Aha. Diese Halskette sieht wertvoll aus. Die Tote, die sie getragen hat, war bestimmt Rüds Tante. Oh, wir kriegen Besuch. Okay. Wo ist der scheiß Screamer, der zugehört? Im Dachboden oder was? Wahrscheinlich, oben ist ja auch eine gelbe Kiste. Ja, es gibt auf jeden Fall noch eine Kombination hier für ein Dings irgendwo. Von Safe. Safe, genau. Geh mal aufs Dach. Hier oben ist eine Wandgemälde, Tante. Auf dem Dach. Ach, dann ist das wahrscheinlich die gelbe Kiste, die ich gesehen habe. Im Radar. Genau neben dem großen Schild rechts. Hier. Über den Füßen. Das ist ein Sammelobjekt. Ja, ja, dann das ist die gelbe Kiste, die ich gesehen habe. Na gut, da haben wir jetzt noch ein Safe da unten. Hat jemand ein Dokument gesehen? Ne. HD. Na, die Schatz, die Bumskiste haben wir doch noch nicht, oder? Den Halsschmuck. Oder haben wir den jetzt? Doch, ja, den Schmuck haben wir, den Schmuck haben wir. Irgendjemand hat es gefunden an irgendeinem Hals, so ein Zombie. Ja, ja. Ich mach halt mal das, was Dave gelabert hat. Ich geh mal auf den Dachboden. Ja, also ich bin nicht drauf gekommen. Also ich konnte nicht draufhüpfen. Hab's probiert. Es war zu wenig Platz, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwie geht. Aha, keine Kraft. Interessant. Komm mal hoch, ich brauch mal wen, der mehr Kraft hat. Ich hab Stufe 5, wer hast du? 2. Okay. Auf dem Graffiti steht auch nichts drauf. Nö, aber da ist eine Schrank zum Aufmachen. Ist ja abgefahren hier. Hatte ich bestimmt eben keine Ausdauer, deswegen ist er nicht hochgekommen. Hallo, da, aufmachen. Keine Kraft. Reicht also auch nicht. Ist ja aber ich hab Stufe 5, aber mehr weiß ich nicht. Das bringt nichts. Das stimmt der Safe, die Kombination für den Safe drin, aber auf. Durchaus möglich. Was ist hier mit dem Zombie? Hat er gelebt oder? Ja. Cooles Stöckchen. Warte mal, da ist ein Untersuchungssymbol. Sieht schon komisch aus, wie du da krabbelst. Ja, manchmal sieht es besser aus. Ja. Oh nein. Wird so ein Krebskranken, gell? So. Macht mal, also die. So, aus der. Aus dem Sport gibt es so ein Bier. Bier. Brawls nennt sich das. Vierfüßlergang.
Ja, genau. Gab's in der DDR schon. Ach so, ne. Ah, eine Zahl steht hier nicht. Ne, das ist ein Dokument wie andere Dokumente. Das Ding. Zumeist war das so. Keine Ahnung, ob das auch in der Welt irgendwo rumoxidieren kann. Das wissen wir nicht. Und ich muss mir das Ding merken. Ich glaube, der wird ja jetzt markiert, ne, auf der Karte. War das so? Ne, warum sollte er? Ne. Bei der 1 wurde der markiert. Hey, da kannst du lange probieren. Gehen wir mal eine Etage runter, vielleicht ist da. Haben wir was übersehen, vielleicht. Mag dich aber auch nicht, wenn du nicht wütend bist, keine Sorge. Ne, müssen wir erstmal. Ja, aber meistens waren die Kombinationen nicht weit weg, gell? Tja, wird die wohl oben auf dem Dachboden sein. Ja. Da kommen wir mal Kraft haben. Aber mehr kann ich auch gerade nicht leveln, leider. Wir haben es halt so dritt durchsucht, also wenn wir ein Dokument gewesen wäre, hätten wir es gefunden, denke ich mal. Denke ich, ja. So, es wird 18:32 Uhr, wird Zeit. Die Rückkehr. Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Wie viel hast du? 5? 5 habe ich, ja. Ja, nee, da habe ich jetzt keine Lust auf 6 zu leveln, nur deswegen, um das auszuprobieren. Ja, da weißt du nicht, ob es geht, gell? Ist eine. Hast du genug Punkte noch, oder was? Prinzipiell. Ja. Scheiß. Aber man muss es ja machen, ne? Ich muss gar nichts. Ja doch, wenn du Skills alle haben willst. Ja, aber keine Ahnung, vielleicht reicht er ja 3. Ja, stimmt. Natürlich tue ich das. Oh, die Safe-Kombination kriegen wir wahrscheinlich gleich von Reed, wenn wir die Holzkette zurückbringen. Die Holzkette? Ja. Die Halskette, hörst du? Ja, ja. Die Holzkette. Ich hab Holzkette verstanden. Sascha, hi Dave. Hi Sascha, moin. Alter. Wie nimmst du? Keine Kraft. Auch nicht. Warum kriegst du jetzt hier wieder hinter mir her? Ich dachte, wenn wir die Dings kriegen, dann muss ich die auch rausnehmen. Na klar. So, Abflug, komm, 18:56 Uhr. Wieso Abflug? Früher am Tag. Ja. Ups. Hilde macht schon irgendwas kaputt. Boah, da kannst du gleich einen Nachtquest annehmen, Dave. Da, 111 Meter in die Richtung. So, dass du das mal abgeben, schnell bei Dings, ja? Lass sie doch eben machen. Dann müssen wir nicht wieder hin in der Nacht. Ja, wir müssen sowieso dann hin in der Nacht. Hä? Was ist das für Gejaule? Meine Fresse, Abend, es wird dunkel. Wo sind die Nachtquests? Ich sehe sie gerade nicht. 105 Meter vor mir oder so weit. Da ist Dante. Ja, wo ist jetzt schon wieder meine Markierung hin? Oh, das war knapp. Dein Ernst? Ja, mein Ernst. Ja, dann frage ich mich jetzt auch, wo die Quest hin ist. Die war gerade hier. Hä? Ist nicht schlimm, lass jetzt mal zum Dörr zurückgehen. Hier kann man wieder Zeug holen. Das ist mir jetzt so durcheinander dann.
Ja, dann müssen wir erst die Hauptstory-Szene machen. Ja, geht ja nicht. Durcheinander kommst mit dem, geht ja nicht. Brauchen wir auch Dings hier, Helmstoppe und so. Quatsch. Die du brauchst, findest du alle während der Hauptstory. Meinst du? Natürlich. Ach, kann natürlich sein, dass jetzt. Ach so, ja, klar, der Bengel ist jetzt reingegangen, als es dunkel wurde, deswegen ist die Quest weg. Der Netz. Geräuschkulisse ist ja aber mega. Die ist auch mega abartig. Oh, hallo Licht. Hm. Ah. Schau ab zum Wasser. Sagt der mal wieder am weitesten hinten ist, oder wie? Ey, wir waren auch beim Licht gerade und ich hab neben dir gestanden. Machst du da unten? Oder würde drauf hauen? Trophäen holen. Reihe, das ist nicht so, nur nicht so hell, der Bereich. Süß. An den Rücken. Stufe 3. So ein Ausweich, ich muss ihn nur Schmuckern verlegen. Wo ist Hilde? Direkt neben dir. Ja, sehr gut. Oh, Nightcrawler! Geil, weg! Scheiße! Da haben wir keine Chance gegen die, kannst vergessen. Abflug. Dante ist down, Dante ist down. Black Hawk down, Black Hawk down.
Ich geh hin. Ja, ich bin heute als der UV-Fackel wirft. Ja, wir haben uns zusammengekämpft. So, ich bin auch da. Kannst du dich heilen und weg? Nee, ich bin auch. Nee, ich meine Dante. Hab den aufgehoben. Wo ist Hilde? Da oben. So, ich komm nicht weg, geil. Kommst du dran an Hilde? Bist du noch nicht? Ich komm nicht mal aufs Dach hoch gerade. Ich komm. Hast du keine Ausdauer, oder? Ja. Hilde, wie lange hast du noch? Ah, ich seh den Balken, Ich bin kaputt. Schaff ich nicht. Jetzt bin ich bei dir. Sorry, Hilde. Ich hab's versucht. Dante ist am Start, er lebt noch gut. Na, bloß weg hier, Alter. Obwohl, 3 von 4, gell, krass eigentlich. Aber dreier Leutchen sind echt schwer. Ist gerade aus dem Loch gekommen. Boah, weg, Alter. Auf zum Bazar. Hilde, Bazar. Geh zur Questmarkierung einfach. Was hast du für Medikits? Die normal, hast du die schon mal abgegradet? Nee, noch nicht. Komm her, Crawler. Wir haben gestern einen Sammelstream gemacht. Also das heißt, wir haben nur Zeug gelootet. Ja, und hier so Nebenzeug. So Collectibles. Das war ganz gut, da haben wir auch mehr Stoff gesammelt. Bitte irgendwo einen Gegner noch, dann krieg ich vielleicht noch Stufe 4 hin. Vielleicht vom Bazaar. Ja, dauert zu lange. Ja, Stufe 4 von 4. Habt auch Stufe 4 von 4, dann müsst ihr jetzt nur noch einen kommen, dann gibt's ein Achievement. Ich hab gar keinen. 3 von 4. Ich hab hier noch. Bei mir ist noch ein Dings. Warte. Eins von vier, eins. Meinst du, du bist zurückgesetzt? Ist das blöde? Eben mach ich 3 von 4. Keine Ausdauer. Ich will auch Achievement. Egal jetzt. Nächste Mal. Das ist ja gemein, ne? Nein! Jetzt hab ich den Nightcrawler erwischt. Errungenschaft erhalten. Zu langsam. Ich sage ständig, Alter, dass wir echt? Uns auf den Winter vorbereiten. GZ, ja. Mann. Wenn du Verfolgungsstufe 4 hast und entkommst. Anscheinend zählt Sterben auch. Sterben zählt als Entkommen, ja gut. Ist irgendwie auch wie Entkommen, ne? Aus dem Leben halt. So, jetzt sind wir wieder beim Bazaar. Wir warten kurz auf Dante und dann geben wir mal die gute alte Quest ab. Wir konnten natürlich alles auflösen und wir haben noch. Wieso warten wir eigentlich auf Dante? Wir warten auf Dave, der ist nicht da. Der ist schon drin. Achso. Steht die ganze Zeit bei Hilde. Ja, ja. Also schießt da eben was 100 Meter bitte, von mir weg. Lass Gott rauskommen, ich muss mit ihm reden. Bitte. So, jetzt. Aiden, danke. Vielen Dank, dass du Scott sicher nach Hause gebracht hast. Kann ich mit ihm sprechen? Klar, selbstverständlich. Scott? Aiden, du hast es geschafft. Hast du die Halskette, die ich dir gegeben habe? Was? Wovon sprichst du, Scott? Das ist schwierig, gell? Wollen wir den Vater vorführen? Oder wollen wir ihm einfach die Halskette geben? Ich würde den Vater vorführen. Ja. Aber vielleicht mache ich denn ihre Liebe dann kaputt. Weil ich hab mein Wort abgegeben. Ist schlussendlich trotzdem ihr Vater. Die bricht halt nicht einfach mit ihrem Vater. Das ist, weißt du, wie gestern bei den zwei Dings. Ah, schwierig. Ich glaube, ich gebe ihr die Halskette. Danke. Ja. Ja, wir machen das. Ist mir egal, keine Ahnung. Ja, hier ist, die Halskette, die du aus der Wohnung geholt hast, ich habe sie mir angesehen, wie du wolltest. Du hattest recht, sie ist eine ganze Menge wert. Siehst du, Rüd, ich habe die Halskette. Jetzt musst du mir losgeben. Nein, das kann nicht sein. Wie bist du? Ich habe getan, was du verlangt hast. Los gehört jetzt mir. Gehört? Ich höre wohl nicht recht. Wir können endlich zusammen sein. Warte, du hast dich fast umbringen lassen, deine Mutter hat mich zu Tode erschreckt, nur damit du mich wie einen Jahrmarktpreis von meinem Vater gewinnst?
damit ich dir gehöre? Scheiße. Nein, das habe ich alles für dich getan. Wirklich, du hättest mich da draußen sehen sollen. Das stimmt. Er war tapfer, heldenhaft sogar. Ich erkenne dich gar nicht wieder. Los, warte. Los, das habe ich für dich gemacht. Nur für dich. Sag deinem Sohn einfach, er soll sich von meiner Tochter fernhalten. Ha, mit Vergnügen. Nun, von dem Drama einmal abgesehen, zumindest ist Scott in einem Stück wieder zu Hause. Dank dir. Nimm das. Na, meinst du, dass sie klarkommen? Scott und Loss? Wer weiß. Ich liebe meinen Jungen, aber weißt du, er ist schon ziemlich schwierig. Und in dem Alter, puh. Ich glaube, ich hab's verkackt. Ist das gut. Ich glaube, ich hab's verkackt, ist, ey. Ist das ein Horst, der Wingel? Ja, Mann. Ey. Na gut, er weiß noch nichts, meine Frauen. Vielleicht gibt's aber noch eine Folgequest mit dem, dass wir ihr Herz zurückgewinnen können oder so. Das finde ich echt geil. So, da haben wir das abgeschlossen. Sehr gut. Appreciate all that is vacant.